Aufgabe 6, Dreieck. Gegeben ist nachstehendes Dreieck mit den Seitenlängen R, S und T. Aufgabenstellung. Berechnen Sie das Verhältnis R zu T für dieses Dreieck. Wir haben hier die Seiten R und T. Und ganz wichtig, es handelt sich offensichtlich um ein rechtwinkeliges Dreieck. Die Information, die wir in diesem Dreieck noch gegeben haben, ist, dass der Winkel hier 70 Grad beträgt. Das heißt, vermutlich werden wir das verwenden müssen. Wir sehen uns zuerst mal R und T an, worum es sich dabei denn handelt. Wenn wir von den 70 Grad ausgehen, dann handelt es sich bei R um die Ankathete und bei T um die Hypotenuse, da T die längste Seite ist und gegenüber dem rechten Winkel liegt. S wäre die Gegenkathete, ist aber nicht benötigt. Ja, und wenn wir das so schön dastehen haben mit Ankathete und Hypotenuse, brauchen wir eigentlich nur zu überlegen, welche Winkelfunktion denn Ankathete und Hypotenuse verwendet. Ihr könnt dazu auch gerne im Formelheft nachsehen. Wenn ihr das auswendig wisst, ist das natürlich der Idealfall. Und wir kommen auf den Cosinus Alpha der Ankathete durch Hypotenuse wiedergibt. Und da setzen wir einfach ein. Wir haben Cosinus 70 Grad ist gleich die Ankathete R durch die Hypotenuse T. Und damit haben wir eigentlich direkt das gefragte Verhältnis. Wir brauchen keine Umformung mehr zu beginnen. Wir haben hier wirklich R durch T stehen. Das heißt, wir können sagen, R zu T ist gleich Cosinus 70 Grad. Das heißt, wir können das direkt so verwenden oder auch noch eingeben, ganz wie wir möchten. Wir können schreiben, R zu T ist gleich Cosinus 70 Grad oder das auch noch gerundet aufschreiben. Und zwar ergibt das nach Eingabe rund 0,34.